Mehr als 8 von 10 oberösterreichischen Betrieben nutzen inzwischen künstliche Intelligenz. Für einen regelrechten Boom haben etwa Anwendungen wie ChatGPT gesorgt. Eine aktuelle Market-Studie im Auftrag der Arbeiterkammer Oberösterreich und des Wirtschaftsressorts hat jetzt den Ist-Stand bei heimischen Unternehmen abgefragt. Wir haben rund 80%, die sagen, sie setzen entweder ein oder sie befassen sich gerade mit dem Thema. Sie prüfen die Möglichkeiten, ist ein riesenhoher Prozentsatz. Wenn du dann aber ein bisschen nachfragst, was genau macht, dann ist das Feld wieder ein bisschen dünner. Das heißt, man sieht, da sind halt so diese ganz einfachen KI-Sachen wie ChatGPT in Anwendung, aber alles andere wird noch irgendwo überlegt, angedacht, geregelt. Laut Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner gehe es beim Einsatz von KI vor allem um eines. Nützen und schützen, das ist so die Grundlage vom Einsatz der KI. Unglaubliche Chancen zu nutzen, um Prozesse zu beschleunigen, um Effizienzen zu heben, um Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Aber andererseits die Gefahren, die es auch gibt, Datenschutzthemen, dann Vertrauenswürdigkeit, die auch so zu regeln, damit nichts passiert. Damit einher würden entsprechende Regulierungen gehen. Die brauche es künftig verstärkt, so die Forderung. Denn auch die Studie zeige, dass auch die Arbeitgeber, die sonst immer sagen, na, weniger Gesetze und weniger Bürokratie etc., klar sagen, wir brauchen gesetzliche Rahmenbedingungen, Urheberrechtsschutz, dass man da nicht in Schwierigkeiten kommen. Wir wissen beide Seiten, dass beim Datenschutz das ein Riesenthema ist. Generell sei erkennbar, zum Teil herrsche noch große Unwissenheit in den Betrieben. So schätzen 4 von 10 Arbeitnehmern ihr Wissen als mangelhaft ein. Und dennoch. KI wird sehr positiv gesehen. Man möchte nicht, dass es KI nicht gibt, aber gleichzeitig weiß man um die Schwächen, die Risiken, um die gewissen Bedrohungen Bescheid. Und das ist eigentlich auch so ein klares Bild. Positiv, aber mit so einer kleinen Sichtweise dahingehend, müssen wir da ein bisschen aufpassen. Heimische Betriebe haben eine gesunde Skepsis gegenüber der KI, wünschen sich weitere Aufklärung sowie entsprechende Gesetze. Hier wolle das Wirtschaftsressort aktiv ansetzen.